jetzt geht es los. Wir haben den 2. April 2018. Ich bin in Juri Magoas. Es nieselt gerade ein bisschen. Ist gar nicht mal so schlecht, es ist erfrischend hier. Und jetzt geht die Tour los. Mal sehen, wie weit ich komme. Für heute sind erstmal 70 Kilometer geplant. Mal ganz entspannt anfangen. Dass wir die nächsten Tage auch noch so weitergehen. Wie gesagt, die nächsten Wochen. Wahrscheinlich nicht so viele Kilometer machen. Die ersten 1000 Kilometer sind Training. Und dann kommen etwas höhere Berge. Ja, dann wollen wir mal sehen. Aber ich glaube, ich fahre erst noch mal frühstücken, bevor ich hier starte. So, das ist die Plaza de Armas in Tarapoto. Also, hier ist nichts geboten in der Stadt. Außer, dass es hier relativ teuer ist, wie ich finde. Also vom Essen geht. Übernachtung ist okay. Also mehr als okay. Ansonsten ist hier nichts geboten. Jetzt soll das in eine Tonne kloppen. Aber ich mache eben bloß einen Tag. So ein Day off. Weil wir zwei Tage Fahrrad gefahren und gestern der Tag war nicht gerade eine Spaßveranstaltung. Das ging auf über 1000 Meter hoch. Ich kam dann ziemlich geplättet hier an. Naja, jetzt gucke ich noch ein bisschen rum, brauche noch einen Supermarkt, ein bisschen Zeug kaufen, was ich für morgen zum Fahren brauche. Und dann noch entspannt ein Bier trinken. Und dann war es das. So, mittlerweile bin ich in Moyobamba. Gestern 114 Kilometer hier durch die Berge hergefahren. Ziemliches Brett. Hier sieht es aber schon mal ein bisschen schöner aus. Auch wenn der Rest von dem Ort eigentlich nur aus Modder besteht. Bin gerade mal hier zum Hauptplatz gelaufen, um Geld zu holen, weil hier eine Bank ist. Nachher werde ich noch 40 Kilometer Fahrrad fahren. Bis auf einen Campingplatz. Mal schauen. So, immer knappe 40 Kilometer gefahren. Jetzt bin ich Yakumama. Das ist ein Campingplatz und ja, Camping ist hier nicht so. Die kommen bloß tagsüber her. Man kann hier aber zelten. Restaurant gibt es auch da vorne. So, ansonsten sieht das hier schön aus hier. So habe ich mir das vorgestellt. Ich hoffe nur, dass die auch Bier haben. Die Kleinigkeiten zum Füttern habe ich eingekauft fürs Frühstück. Abend gibt es im Restaurant. Jo, schön. Werde ich mal das Zelt aufbauen. So, Zelt steht. Mein Bier steht da hinten. Hier vorne ist das Restaurant. Alles in Ordnung. Ein schönes Plätzchen. Es gaggert und surrt und zwitschert rundherum. Das ist hier wie im Urwald. Nicht, dass noch Tarzan vorbeikommt. Und Jane. Die wollen was von meinem Bier abhaben. Ihr könnt mich mal. So, wir machen jetzt heute erstmal entspannen. Einen Strand sollen die auch haben. 400 Meter weiter, den muss ich mir noch mal angucken. Vielleicht kann ich noch baden gehen. Wäre auch nicht schlecht. Aber erstmal muss ich ein Bier trinken. Und mich erholen. Von dem Stress hier. Guten Morgen. Das ist der Zeltplatz zur letzten Zuflucht. Neben der Straße. Ich bin vorgestern von Yakumama nach Naranjos gefahren. Da hat es schon geregnet. Da habe ich dann in der Hospedaille übernachtet. Das war eine Absteige, aber ging. Gestern bin ich losgefahren um 8 oder halb 8. Um 8:30 fing es an zu regnen. Und es hat durchgeregnet. Um 2:30 habe ich abgebrochen. Bin jetzt auf 1980 Meter Höhe. Bis zum Gipfel sind es noch. Also 350
Höhenmeter. Dann geht es wieder runter auf 1,7 und dann wieder hoch auf 2,3. Und dann geht es wieder abwärts und dann komme ich hoffentlich heute nach Pedro Ruiz. Da ist wieder eine Hospedaille, eine anständige. Die kostet dann auch bloß ein Apfel und ein Ei. Ich glaube 4,50 Euro oder sowas. Naja, jetzt bin ich am Zusammenpacken. Schlecht geschlafen habe ich nicht. Außer, dass heute Nacht auf einmal ein bellender Köter neben dem Zelt saß. Der hat eine halbe Stunde gebellt, die dumme Sau. Die sich auch nicht durch die Hundepfeife vertreiben. Erst als ich einen Brüller gelassen habe, ist er dann irgendwann abgezogen. So, dann packe ich mir meinen Kram zusammen hier. War richtig schön nass gestern. Meine Klamotten sind, also meine eine Garnitur ist patschnass. Jetzt meine zweite an und dann sehen wir weiter. Aber schöne Landschaft, wenn man sich das mal so anguckt. So, wunderschönen guten Tag. Nachdem der gestrige Tag, nachdem ich mein Zelt abgebaut habe, auch völlig verregnet war, 80 Kilometer im Regen, bis ich in Pedro Ruiz war, war ein hartes Brett, irgendwie 2600 Höhenmeter. Ich habe den kleinen Ausflug zum Jumbilla-Wasserfall gemacht, oder mach es gerade. Die bescheißen dann hier ganz schön. Also Touristen verarschen scheint irgendwie ein Hobby zu sein. Es hieß normalerweise 8 Kilometer bergauf bis Cuspis, dann 2,5 Kilometer laufen. Ja, jetzt war ich 8 Kilometer bis Cuspis, hat mich angemeldet. Jetzt bin ich nochmal 5 Kilometer hier Schotterstraße hoch. Bis zum Anfang von dem ollen Weg hier. So, wenn wir Fahrrad hier anschließen und dann werde ich mir die Jumbilla-Wasserfälle angucken. Aber das sind nochmal 2 Stunden wahrscheinlich. Das ist vielleicht ein Eselfahrt. Ich habe einen Schweizer getroffen. Der sagt 1,5 Stunden Minimum, wenn man zügig unterwegs ist. Bis zum Jumbilla-Wasserfall. Und es regnet, wie üblich. Ja, mal gucken. Ich muss mich ein bisschen sputen. Jetzt immer wieder im Hellen nach Pedro Ruiz runterkommen. So, das sind nur die Jumbilla-Wasserfälle. Die dritthöchsten der Welt sollen es angeblich sein. Geht in 3 Kaskaden hier runter, das ist die oberste, dann ist da die nächste und weiter unten ist noch eine. Ich frage mich jetzt nicht wie viele Meter, aber irgendwie 900 oder sowas insgesamt. So, es hat auch mal aufgehört zu regnen, touristenfreundlich. Und ich werde jetzt meinen Kadaver wieder nach unten schieben und dann noch 13 Kilometer Schotter und Matsch bergab fahren. So bloß aus Jux und Dallerei. Und dann gibt es endlich wieder ein Bierchen zum Feierabend. Auf geht's! Also zu dieser Hängebrücke habe ich auch nicht so viel Vertrauen. Aber wenn ich zurück will, muss ich da wieder rüber. Boah, Zolls! Und es hat mal aufgehört zu regnen, ist doch was. Komme ich vielleicht sogar trocken wieder runter. Das ist der schönste Baum, da kann man durchlaufen. Und dahinter kommt wieder ein Wasserfall. Da ist auch noch ein kleiner Wasserfall. Das Lustige ist, dahinter muss man langlaufen. Das ist eine kleine Sprühdusche. Da drüben geht es dann weiter. So, jetzt geht es 13 Kilometer wieder Schotterpiste bergab bis zur Straße. Dann sind es bloß noch 1,5 Kilometer. Und da gibt es dann ein isotonisches Getränk mit 4 Buchstaben. Das ist eine schöne Landschaft hier, wenn man hier mal so rumguckt. Ist das gar nicht so übel. Und bergabfahren macht eigentlich Spaß, auch wenn es ein bisschen hoppelt. So, das ist Pedro Ruiz
am Abend. Ganz ruhig und entspannt. Die erste Fressbude hat er unten schon aufgemacht. Wir sind aber auch reichlich Restaurant. Der Verkehr lässt nachts nach. Unten ist gleich ein Restaurant. Nicht hier unter mir. Das gehört zur Pension dazu. Hier wir ein Zimmer für 7,50 Euro. Heute Nacht waren wir zu zweit drin, da war noch ein Holländer, mit dem ich gestern gefahren bin. Ja, mit Dusche, das erste Mal eine warme Dusche, seitdem ich in Südamerika angekommen bin. Mit dem Mörderduschkopf, der ist elektrisch. Ich habe immer Angst, dass ich dann den gewischt kriege. Bis jetzt hatte ich immer Glück. Ja, sieht gerade aus wie bei Hempels. Und wisst ihr, was das ist? Das ist nicht Geldwäsche, das ist Geldtrocknen. Die ganze Scheiße, alles feucht. Die letzten zwei Tage nur im Regen rumgefahren. Das hat Spuren hinterlassen. Ich habe heute erstmal sämtliche Klamotten hier zum Trocknen ausgehängt. Geht mittlerweile. Also, dass ich morgen weiterfahren kann. Und dann nach Nuevo Tingo, da mache ich eh noch einen Tag Pause. Und werde mal eine Wäsche einlegen. Aber so ist das hier recht angenehm. Ja. Essen 1 Euro am Straßenstand, davon wird man auch noch satt. Hier ein großes 1,25, kann ich mit leben. Es geht, es lässt sich aushalten. Ja, und morgen früh werde ich mich dann hier verdrücken. Erstmal nach Chachapoyas, gucken, ob da irgendwo Gaskartusche herkriege und dann weiter nach Nuevo Tingo. So, heute ist der erste Tag, wo Radfahren richtig Spaß macht. Es ist trocken, keine großen Steigungen, schöne Straße und wunderschöne Landschaft. Das ist richtig geil. Mal kein Regen, Temperaturen sind auszuhalten, ich habe schon 30 Kilometer weg, noch 20 bis nach Chachapoyas. Da werde ich es heute wahrscheinlich auch noch die weiteren 20 nach Tingo schaffen. Wenn ich dann endlich mal meine Gaskartuschen gekriegt habe in Chachapoyas. Einfach nur schön.